Wir sind im WM-Monat und ich habe den Pokal schon. Ich habe ihn mir schon geholt, Leute. Ich hoffe, ihr habt ihn auch schon geholt. Den gibt es im Goldpass relativ weit hinten. Eigentlich schade, dass es den gibt, denn dadurch ist wahrscheinlich im Goldpass das zweite Heldenbuch verschwunden, weil die letzten Monate gab es immer zwei Heldenbücher oben im Goldpass. Und dieses Mal gibt's halt so einen ollen Pokal hier. Schade auch, ne? Ich glaube, ihr hättet alle lieber ein Heldenbuch gehabt als diesen ollen Pokal, den ja wahrscheinlich dann die Gewinnermannschaft bekommt. Aber die Gewinnermannschaft muss erstmal richtig ackern. Also die müssen wirklich fit sein, am Start sein und können die Angriffe nicht so, wie ich sie machen kann, einfach mal so im Schlaf erledigen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Angriffe einfach mal im Schlaf erledigen, das kann nämlich nur ich. Beziehungsweise ich habe davon geträumt, dass ich Angriffe mache, habe aber keine gemacht, weil ich geschlafen habe. Ja, ihr kennt das, ne? Der Klassiker, ich lege mich mal gerade eine Stunde hin. Ja, ich habe ja noch Zeit. Habe ich auch gedacht. Also habe ich mich eine Stunde hingelegt und aus einer Stunde wurde dann so gegen 12 Uhr wieder wach. Nachts. Ja, und habe auch nichts gehört. Also kein Telefon, kein sonstiges Gebimmel. Alles ging an mir vorbei und naja, habe ich halt verpennt. Tut mir auch leid. Ich meine, hier beim Clan Herausforderer war es nicht ganz so schlimm. Da haben wir, glaube ich, noch gewonnen. Aber im Clan Free-to-Play haben wir verloren. Vielleicht hätten wir da auch nicht mehr gewonnen. Denn ein, zwei Angriffe hatte ich da schon tagsüber gemacht. Aber wie gesagt, wir hatten ja noch Zeit. Und, naja, ist ein bisschen doof. Aber wie gesagt, ich kann den Schlaf erledigen. Wunderbar. Jetzt muss man mal gucken. Ich hatte mir hier auch zwei, drei Angriffe rausgesucht. Vorher schon, noch sind die Wiederholungen ja da. Ja. Ja, Leute, kommt vor. Ich glaube, je älter man wird, desto zügiger sollte man seine Attacken machen und sich nicht hinlegen. Also zumindest sollte ich das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil ich bin fürchterlich schnell eingeschlafen gewesen wohl. Und hab dann dementsprechend ja echt meine Angriffe mal so richtig klassisch mal wieder verpennt. Kommt vor, Leute. Ist halt menschliches Versagen, so will ich es mal sagen. Dann nicht mehr aufzustehen, ne? Dann nicht mehr aufzustehen. Und dann natürlich mit dem Schock wach werden. Da war ja noch was, ne? Eieieiei. Naja, dann ist plötzlich natürlich, ja, ist die Nase groß und wie gesagt, hier war das nicht so schlimm, aber bei den Free-to-Playern, naja, da fehlten uns doch so ein paar Attacken. Da waren wir, ich glaube, da haben wir im 15er gespielt und mit vier Leuten war ich allein dabei. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel, sollte ich vielleicht ein oder zwei einfach rauslassen. Dann sind es auch nicht gleich wieder so viele Angriffe, weil gerade die Wochenenden hier sind dann schon sehr, sehr stark belegt. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ah, Toto spielt zu viel Fortnite. Hätte sie da klar Clash of Clans spielen sollen. Ja, aber ich habe mich gerecht in der Nacht noch. Ich habe meine Wut dann woanders ausgelassen. Oder meine Sauerlichkeit. Ich weiß gar nicht, warum der Jack nicht auch einfach rumgeht. Warum muss der Jack immer unbedingt mit den Hörnern durch die Mauer? Naja, egal. Und werde ich euch aber gleich zeigen. Also ich habe mich dann irgendwo noch ausgetobt in Clash of Clans. Und klar habe ich mal ein bisschen was anderes gespielt. Montags, Mittwochs, Freitags bleibt auf jeden Fall Clash-Tag. Sofern es machbar ist. Aber andere Tage kann ich auch mal was anderes machen. Und im Moment, Leute, habe ich da ein bisschen Bock drauf. Habe auch ein bisschen hier mit meinen Jungs gezockt und so. Macht einfach Spaß, mal was anderes zu tun. Und vor allen Dingen macht es ja mein Rechner endlich mal mit. Dafür habe ich mir ja geholt, dass ich auch mal ein bisschen was anderes zocken kann als Clash of Clans. Und alles andere läuft nicht. Und deswegen mache ich auch was anderes. Habe 4 Stunden, glaube ich, haben wir gemacht. Wir haben dann noch mal umgeschaltet, Samstag. Auf ein bisschen Clash, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach 3 oder 4 Stunden oder ich glaube, ich habe an dem Tag, glaube ich, 7 Stunden Fortnite gespielt, weil ich das nachmittags auch schon gemacht hatte, habe ich dann auch nicht mehr so wirklich Lust auf Clash of Clans und kann mich da auch nicht mehr so richtig gut konzentrieren. Habe, glaube ich, noch ein bisschen Legende gemacht, aber auch nicht mehr alle Angriffe. Naja, sei es drum. Ich bin mal gespannt auf die WM. Ich hoffe, die verpenne ich nicht, denn die zieht sich dann ja auch über so ein paar 1-2 Tage und weil das ist, glaube ich, offen wieder mal zu einer Uhrzeit. Ich weiß noch nicht, wann es stattfindet, ob das Nachmittag stattfindet oder wie letztes Mal morgen stattfindet. Für die Clash of Clanser. Die letzte WM war ja Clash of Clans und ich glaube Brawl Stars zusammen. Nicht Brawl Stars, Clash Royale zusammen. Und da war morgens immer Clash of Clans. Und dann Nachmittag kam Clash Royale. Das heißt also, alle Clasher mussten da immer ziemlich früh raus in den Morgenstunden. Das war aber bei der ersten WM auch schon so in Hamburg, wo ich ja live dabei war. Da musste man halt auch morgens um 9 Uhr in der kalten Halle sitzen. Und später kamen dann die Dota-Leute und konnten sich in eine gewärmte Halle setzen. So halbwegs erwärmte Halle.
Aber ich glaube so, das war damals, glaube ich, im Frühherbst, meine ich, gewesen. Also nicht so in der kalten Jahreszeit wie jetzt. Jetzt ist es ja doch schon ein bisschen frischer. Aber es deutet sich halt darauf hin, dass wir Winter haben oder Winter wird. Und dementsprechend kann es ruhig ein bisschen kalt sein. Heute regnet es schon hier seit, weiß ich gar nicht, 10 Uhr. So ziemlich ununterbrochen, ist sehr, sehr grau. Man könnte meinen, es ist jetzt schon 17 Uhr und die Sonne geht unter, ist aber gar nicht. Es ist erst 14 Uhr. Noch nicht mal. Und die Sonne geht unter. Naja, egal. Aber die Sonne geht hier in Clash of Clans nicht unter. Wir werden auf jeden Fall wieder clashen, keine Frage, auch in den Livestreams. Und da steht auch ein bisschen was turniermäßig demnächst denk ich mal wieder an. Das heißt, wir werden da auch wieder mal ein paar andere Sachen sehen als nur uns hier oder euch oder eure Dörfer oder eure Bases mit dem Elektrodrachen hier noch mit dabei. Okay. Sondern werden da auch halt irgendwas anderes sehen. Abseits von, ich wollte gerade sagen, abseits von Clash of Clans. Nee, nicht abseits von Clash of Clans, sondern eher abseits von den Clans hier. Aber gar nicht mal schlecht. Nächste Liga kommt mit harten Schritten, Leute. Wir haben heute schon den 13. Morgen, 14. Und dann ist der Monat auch schon wieder halb rum. Also war auch Weihnachten naht mit harten Schritten. Ich hoffe, ihr habt das Fest mit euren Liebsten schon geplant. Und oder lasst das halt auf euch zukommen. Aber wie gesagt, erstmal hier im Terminkalender bei Clash of Clans steht jetzt das WM-Endspiel, so will ich es mal sagen. Oder das die Weltmeisterschaft mit den letzten verbleibenden 8 Teams, die sich jetzt übers Jahr hier qualifiziert haben für Helsinki, denke ich mal, da wird das wieder stattfinden, denn warum soll man woanders hinreisen, wenn man nicht so eine super Location hat, wie Supercell sie auf jeden Fall vorweisen kann. Und hier mit den, was haben wir hier, Barbaren, oh, immer noch nicht meine Armee. Na ja, aber immerhin haben wir jetzt einen Pokal, das ist ja auch schon mal nicht schlecht, schon mal ein Pokal im Dorf, den müssen sich die anderen halt erstmal verdienen. Oh, Toto muss erstmal was trinken. Hat gar nichts zu trinken. Hier stehen tolle Wurst. Muss man gleich mal ein bisschen was holen. Wo war ich stehen geblieben? Weltmeisterschaft, Pokal. Ja, wir haben alle schon Pokal bekommen. Und es gibt noch einige Sachen, die mir hier bei Clash of Clans aufgefallen sind. Vor allen Dingen bei den etwas kleineren Dörfern. Komme ich aber sicherlich die nächsten Tage mal zu. Und werde die auch mal wieder ein bisschen bespielen für euch. Also auch den PC-Account habe ich ein bisschen weitergespielt und wollte ich eigentlich sogar mal was von aufnehmen. Allerdings habe ich da ja mit einem neuen Account angefangen und nicht mit einem, den es schon gibt. Also ich muss da irgendwie was mit Google tricksen. Da tue ich mich im Moment ein bisschen schwer mit, mehrere Accounts hier auf dem Rechner zu pflegen. Das mag ich eigentlich nicht so. Früher hatte ich halt für jeden Account einen eigenen Emulator, den habe ich darauf gepflegt, also E-Mail-Postfach und auch das Clash of Clans. Das muss er jetzt nicht mehr machen. Klar, kannst du natürlich unter jedem Google-Account jetzt ein extra Clash of Clans Dorf anlegen. Das wird dann auch immer geladen, weil es ja auch dann in der Cloud gespeichert ist. Nur traue ich dem ganzen Braten noch nicht so wirklich, weil das alles nur Beta unter Google ist. Und ich habe eigentlich keine Lust, Beta-Tester für Google zu spielen. Das sollen die mal selber machen und das ganze Ding dann irgendwann freigeben oder halt wieder einstampfen, keine Ahnung. Aber da können wir gerne mal darüber diskutieren, wenn wir live irgendwie am Stissel sind, was man davon halten kann, dass man das ja jetzt überhaupt machen kann. Aber ich denke mal, bei der WM wird keiner mit seinem Rechner aufschlagen und wird dann am Rechner seine Angriffe machen, obwohl man es natürlich machen könnte, ne? Man könnte das wirklich am Rechner machen und dass da jemand seinen Laptop dann mit hinschleppt und sagt, so Leute, ich greife mal an. Ist das jetzt unfair oder wäre das jetzt eher fair? Schwer zu sagen, muss ich sagen. Schwer zu sagen, muss ich sagen. Toller Satz, Toto. Schwer zu sagen, ob das erlaubt ist oder ob das wirklich nur ein Mob, das, ob da wirklich nur Mobile erlaubt ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Ob es vielleicht schon den einen oder anderen WM-Teilnehmer gibt, der dann da mit dem Laptop sitzt oder mit seinem ganzen Rechner, den er angeschleppt hat, mit 15 Monitoren und so weiter und spielt dann Clash of Clans bei der Weltmeisterschaft, oder aber ob die Veranstalter sagen, nix da,
Das ist alles ein bisschen viel. Handy oder Tablet müssen reichen. Ich weiß auch nicht, ob da Geräte, ich denke mal, Geräte werden da auch nicht gestellt, weil man sieht ja auch immer wieder, zu meinen Verwundern vor allen Dingen, dass einige auch gerne am Handy angreifen. Das ist ja mal gar nichts, wa? Also das ist bei mir nur gut Glück, kann ich euch sagen. Am Handy angreifen ist bei mir wirklich nur gut Glück. Das ist mir alles viel, viel zu klein. Und ich treffe dann die Tasten auch nicht. Ich kann manchmal nicht richtig wechseln und denke dann, dass ich einen Heilzauber zwar am Schlüssel habe, habe ich dann aber gar nicht markiert und so weiter. Also ich tue mich da unheimlich schwer. Deswegen ist mir lieber so ein Tablet auf jeden Fall ein bisschen lieber. Da kann ich auch mal mit oder ohne Brille kämpfen, obwohl ich eigentlich ja auch ein Vielauge bin. Aber so hier und da setze ich die Brille dann auch nicht auf. Wie jetzt im Moment habe ich sie nicht auf. Denn ich kann durch meine Augen im Moment besser gucken als durch meine wirklich, wirklich schmutzige Brille. Das ist auch nicht gut für die Augen. Man müsste sie dann einfach nur mal putzen, ne? So einfach ist das. Aber wem sagst du das, ne? Faulen Hund sagst du das auch nicht, ne? Aber schöner Hybrid hier von Martin. Martin hat jetzt zwei Angriffe gesehen. Ja, ich bin auch ganz gut zugange gewesen mit dieser Taktik hier, muss ich sagen. Denn nachdem ich ja verschlafen habe oder nachdem mein Körper verschlafen hat oder meine Seele verschlafen hat, je nachdem, wie man es nennt, war ich natürlich ein bisschen bockig. Ich habe gedacht, boah, scheiß Abend, hast du deine Angriffe verpennt und jetzt noch ein bisschen Clash of Clans. Okay, habe ich dann auch gemacht. Und vielleicht ist es auch dem Sonntag, vielleicht clashen sonntags gar nicht so viele Leute. Das kann ja auch sein, denn gerade an dem Tag habe ich richtig, richtig abgerockt in Legende. Auch mit der Angriffsstrategie hier mit Hybrid. Und ich habe natürlich immer gewechselt, mal Hybrid, mal die andere Taktik. Also schön gewonnen hier 50-46. Und mein Legendentag gestern war nämlich richtig cool mit 211 plus, aber ich wurde auch nicht mehr angegriffen, ne? Ich wurde nicht mehr angegriffen und ihr seht, ich habe immerhin von 8 Angriffen 4 40er dabei. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehabt. Und die Dörfer waren auch normal weg, schwer oder leicht. Also ich glaube, da war kein 14er dabei. Ich gucke mal jetzt bei den 100ern. Habe ich auf jeden Fall hier einmal mit einem Bowler Smash, glaube ich, war das. Ja, und hier unten dann aber auch mit Hybrid. Hier mit, das war auch Hybrid. Und mit Bowler Smash bin ich in den Tag gestartet. Also auch mit meinen beiden Angriffsstrategien, die da heißen hier, mit so ein paar Bowler. Und natürlich zweite Armee versuche ich mich immer noch mit einem Hybrid. Das ist auch nicht schlecht. Ich müsste, glaube ich, ich lasse irgendwie mal einen Hawk weg oder so. Und hole mir noch ein bisschen mehr Clean ab, beziehungsweise, nee, ich hole mir noch einen Ballon mehr. Das war es nämlich. Ich muss einen Ballon mehr haben, weil 4 Stück reichen nicht. Und bin aber hier ganz gut unterwegs. Ihr seht das, 2.5, 2.68. Ich bleibe auf jeden Fall so ein bisschen der Legende treu. Und bin wirklich mal gespannt, wer sich den Pott hier holt. Aber dauert ja auch noch, obwohl dauert nicht mehr so lange. Ne? Ich glaube, 26. 27. ist das eigentlich schon angekündigt hier in den News. Wenn es denn irgendwo News gibt, da gibt es die News oder die E-Sport News. Aber es gibt noch nichts Neues hier. Es ist noch nicht angekündigt. Okay, der war gerade der Retro Cup. Aber die WM ist hier noch nicht angepriesen. Ticket on Sale. Ihr könnt natürlich ein paar Tickets kaufen dafür. Und für die World Finals. Ah, da ist es jetzt. Sehe ich. Ah, das wird wieder mit Clash Royale sein. Okay, ja, sehe ich jetzt erst. Ich wusste es bis jetzt gerade nicht. Ich sehe es jetzt wieder. Also Clash of Clans World Championship und Clash Royale League World Finals auch wieder am Start. Naja, bin ich auch gespannt. Ein bisschen in Clash Royale habe ich mich letzte Woche auch verlaufen, denn dort gab es auch ein kleines Update. Ich wollte unbedingt diesen kleinen Prinzen spielen. Ist eine coole Waffe, allerdings ein bisschen OP. Für meine Amateuraugen. Also für meine Amateuraugen. Ne? Wenn euch die Folge auf jeden Fall ganz gut gefallen hat zum Wochenstart, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren. Nicht vergessen, am Kanal dranbleiben auch. Am Twitch-Kanal würde mich freuen, wenn wir uns da wieder live sehen. Ich hoffe in aller Frische und nicht, dass ich dann irgendwann mal vor der Kamera einpenne. Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto. Clashed.